Unsere heutige Geschichte kommt aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Wir leben in einer Welt, in der es Kriege gibt, aber wir wollen uns als Nachfolger von Jesus Christus nicht an Kampfhandlungen beteiligen, sondern wir wollen durch diese Geschichte einfach etwas illustrieren, was unser Erlöser Jesus Christus für uns getan hat. Es geht in dieser Geschichte um eine berühmte Brieftaube namens Cher Ami, was so viel heißt, auf Deutsch übersetzt wie lieber Freund. Es gibt sehr viele verschiedene Taubenarten, ungefähr 300. Es gibt nicht nur unsere Stadttauben, sondern vor allem früher wurden auch Brieftauben eingesetzt. Die Araber waren die ersten, die das gemacht haben. Und warum man Tauben im Krieg damals eingesetzt hat, hatte auch verschiedene Gründe. Tauben können schnell fliegen und sie haben einen großen Drang, auch in ihren Heimatschlag zurückzukehren und sind natürlich viel schwerer zu treffen als zum Beispiel ein großes Transportflugzeug. Zur Zeit des Ersten Weltkrieges war eine Einheit der Amerikaner, die einen Wald bei Verdun in Frankreich einnehmen wollten. Und bei dem Versuch wurden sie von den deutschen Truppen umzingelt und eingeschlossen. Die amerikanische Artillerie fing daraufhin an, die Deutschen zu beschießen und wusste aber nicht genau, wo sich der Major Whittlesey, war sein Name, und seine Leute genau befanden. Und so haben sie ihre eigenen Leute mitbeschossen. Die einzige Hoffnung der Amerikaner bestand darin, die Brieftaube Cher Ami, die sie bei sich hatten, mit einer Botschaft auszuschicken über die feindlichen Linien hinweg. Die Brieftaube Cher Ami flog daraufhin 25 Kilometer in 25 Minuten. Sie wurde an der Brust getroffen und am Bein schwer verletzt, aber sie erreichte schließlich die Amerikaner und hat ihnen die Botschaft überbracht, die 194 Männern das Leben gerettet hat. Unser Erlöser Jesus Christus hat auch wie die Brieftaube Cher Ami damals alles eingesetzt, und er war bereit, verraten und angespuckt und verletzt und sogar getötet zu werden, weil er dich und mich über alles liebt. Und er war auf dieser Erde, um uns die rettende Botschaft zu überbringen von Gottes Liebe, die jeden Menschen helfen wird, einmal in seinem Reich zu sein, der sie von ganzem Herzen annimmt und danach lebt. Es gibt im Neuen Testament einen Bibelvers, in dem ausgedrückt wird, dass diejenigen, die leben, nicht für sich selbst leben sollen, sondern für den, der für sie gestorben ist und auferstanden ist. Mögen wir uns jeden Tag Zeit nehmen, über denjenigen nachzudenken und uns von demjenigen verändern zu lassen, der bereit war, alles dafür zu geben, dass du und ich einmal mit ihm in seinem Reich sein können.